In dem heutigen Sonntagsevangelium sagt Jesus: Ich bin der Weinstock, mein Vater der Winzer, und ihr, die ihr mir folgt, ihr seid die Reben dieses Weinstocks. Er sagt außerdem: Nur Reben, welche Früchte tragen, lässt er wachsen. Alle anderen schneidet er ab. Ich sehe darin eine gute Metapher, um uns zu sagen, wir sollten immer und überall nach seinen Geboten leben. Denn wenn ich aufhöre, nach seinem Vorbild zu leben, dann verdorre ich, dann werde ich abgeschnitten. Sehr wichtig sehe ich hier vor allem, im Gebot der Nächstenliebe zu leben. Leider höre ich aktuell sehr, sehr oft ich. Was kann ich, was darf ich, warum darf ich das nicht? Vielleicht ist es oft besser, auch das Wohl, aber auch das Leid anderer zu sehen. Und so vielleicht für uns alle bessere Entscheidungen treffen zu können.